Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu Ungelöste Mysterien. In der heutigen Folge geht es um den sogenannten Jokze-Fall, welcher auch bekannt ist als mysteriöser Todesfall von Günter Stoll. Der 34 Jahre alte Lebensmitteltechniker Günter Stoll, der zu dieser Zeit arbeitslos war, fühlte sich, laut den Aussagen seiner Frau, seit geraumer Zeit bedroht. So soll er zu seiner Frau gesagt haben, dass sie hinter ihm her seien. Am 25. Oktober 1984, einem Donnerstag, fühlte Günter Stoll sich offenbar besonders bedroht. Zumindest wirkte er wohl nervöser und noch nachdenklicher als sonst. So sagte er an diesem Abend Dinge wie, ich halte es nicht mehr aus oder ich habe einfach Angst, dass sie mir etwas antun. Danach soll er ziemlich ruhig geworden sein. Er und seine Frau sahen dann fern. Plötzlich, in einer ruhigen Minute, sagte Günter Stoll auf einmal, jetzt geht mir ein Licht auf. Dann nahm er sich einen Zettel und einen Stift und notierte auf diesen Zettel die Buchstaben YOG-TZE. Laut seiner Frau strich er kurz danach die Buchstaben wieder durch. Etwa gegen 23 Uhr zog er sich seine Jacke an und verließ das Haus. Er wollte wohl in seiner Stammkneipe ein Bier trinken, um auf andere Gedanken zu kommen. Die letzten Worte zu seiner Frau waren bis gleich. Kurze Zeit später kam er in seiner Stammkneipe, dem Papillon, an und bestellte ein Bier. Bevor er jedoch den ersten Schluck nehmen konnte, fiel er vom Barhocker und trug eine Wunde im Gesicht davon. Auf die Nachfrage, wie das passieren konnte, sagte er zu den anderen Gästen, dass er einen Aussetzer hatte. Kurz darauf verließ er die Kneipe, ohne sein Bier getrunken zu haben, und fuhr mit seinem blauen Golf davon. Gegen 1 Uhr morgens tauchte er in seinem Heimatdorf Haiger-Seelbach, in dem auch seine Mutter wohnte, auf. Doch anstatt zu seiner Mutter zu gehen, klingelte er 2 Häuser weiter bei einer gläubigen Rentnerin. Sie kam ans Fenster und Günter Stoll rief ihr zu, dass in dieser Nacht noch etwas ganz Fürchterliches passieren würde. Die Rentnerin wies ihn ab und Stoll verkündete, dass er jetzt zurück zu seiner Frau nach Anshausen fahren würde, was etwa 15 Kilometer von Haiger-Seelbach entfernt liegt. Am 26. Oktober 1984 fanden 2 Lkw-Fahrer gegen 3 Uhr morgens einen verunfallten Wagen auf der Autobahn A45 bei Hagen Süd. Sie berichteten, dass sie eine Person in heller Kleidung um das Autowrack laufen sahen. Die Lkw-Fahrer stiegen aus, gingen zum Wagen und die Person war verschwunden. Dafür fanden sie Günter Stoll nackt, aber noch am Leben in seinem demolierten Golf. Er stammelte mit seinen letzten Kräften, dass es 4 Männer gewesen seien. Er wird dabei folgendermaßen zitiert: Nicht meine Freunde. Sie sind abgehauen. Weg. Ich will auch weg. Was genau das bedeuten sollte, ist bis heute ungeklärt. Günter Stoll starb auf dem Weg ins Krankenhaus an seinen Verletzungen. So seltsam das alles schon ist, wird es noch mysteriöser. Denn die Polizei bzw. die Gerichtsmedizin stellte wenig später fest, dass er nicht an den Folgen des Unfalls gestorben sei. Er wurde an einem anderen Ort von einem anderen Fahrzeug überfahren. Zu diesem Zeitpunkt schien er, den Verletzungen nach, schon nackt gewesen zu sein. Danach wurde er auf den Beifahrersitz seines eigenen Autos gesetzt und zum Tatort gefahren. Für die Polizei ist dieser Fall bis heute ein Rätsel. Zeugen sprachen von einem Anhalter, der in der Gegend gesehen wurde, doch dieser konnte bis heute nicht gefunden werden. Auch die Person, die um den Wagen herumschlich, wurde bis heute nicht gefunden. Und wie genau gelangte Günter Stoll an den Fundort, der sehr weit weg von seinem Zuhause war? Doch das größte Mysterium sind seine seltsamen Vorahnungen. Was bedeutet das Wort Jokze? Dieses Wort existiert in keiner Sprache der Welt. Es gibt zwar diverse Spekulationen, beispielsweise könnte diese Kombination aus Buchstaben bedeuten, dass es einen Joghurt mit dem Namen Z gibt, aber diese sind wenig zielführend. Und wenn es sich bei den Buchstaben um eine verschlüsselte Botschaft handelte, so konnte diese bis heute niemand entschlüsseln. Da dieser Fall so sehr viele Fragen aufwirft und jede mögliche Theorie nur noch mehr Fragen aufwirft, darf bezweifelt werden, dass dieser Fall in nächster Zeit aufgeklärt wird. Doch was meint ihr? Habt ihr eine Theorie dazu? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.